Hey und herzlich willkommen am neuen Video, Freunde. Wusstet ihr, dass es einen Innenraum oder einen Pollenfilter gibt in einem Auto? Ich ehrlich gesagt nicht. Mindblowing. Jetzt erstmal das Intro und danach zeige ich euch alles weitere. Alles klar, Freunde. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz den Filter drinnen holen. Ich habe den nämlich noch nicht da. Und dann würde ich mal sagen, zeige ich euch, wo man den einbaut und so weiter. Also ich hole jetzt mal erst kurz. So sieht der Filter aus, Freunde. Und ich muss sagen, nachdem ich das bei X-Overland im Video gesehen habe, das war echt wirklich mindblowing. Echt geil. Ich wusste wirklich nicht, dass es einen Innenraumfilter gibt. Allerdings erklärt dieser Innenraumfilter... Oh, okay, doch nicht so gut. Allerdings erklärt dieser Innenraumfilter, warum es vor allem bei älteren Fahrzeugen der Fall ist, dass es irgendwann innen drin anfängt zu mocken aus der Lüftung. Wir haben unser Fahrzeug jetzt seit 2 Jahren. Ich habe mich natürlich sofort im Internet schlau gemacht, wann man den wechseln sollte und wofür der ist und wo der zu finden ist und so ein Zeug. Und ich war der Meinung, dass es bestimmt Leute da draußen gibt, die es auch nicht wissen und die vielleicht für die Information dankbar sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich ein Video darüber, wie wir heute einfach nur so einen komischen, günstigen Filter austauschen. Aber ich finde es wirklich mega krass. Ich hatte echt keinen Plan davon. Ich kenne echt einen Haufen Filter in dem Auto, aber wusste nicht, dass es einen Innenraumfilter gibt. Aber im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, ist es eigentlich voll logisch. Also, was ist der Innenraumfilter und was tut der? Der Innenraumfilter sitzt hier vorne im Prinzip unter einem Armaturenbrett und filtert die Luft, die von draußen reingesogen wird und in den Fahrgastraum, in den Innenraum reingepustet wird. Weil, vor allem wenn ihr unterwegs seid im Sommer, sind da ein Haufen Pollen unterwegs und ein Haufen... ja, Schmutz und Dreck und so ein Zeug, und auch eben zum Beispiel in Kroatien unterwegs, man ist ja auch ein Haufen Staub und Dreck in der Luft. Oder eben, wenn es in manchen Gebieten Waldbrände gibt. Dafür gibt es extra Filter, die auch so Waldbrand und Rauchzeugspartikel rausfiltern. Aber brauchen wir in Deutschland ja nicht, weil in der Regel gibt es bei uns in Deutschland keine Waldbrände. Also, wie auch immer, nach 2 Jahren sollte man die Dinger ungefähr austauschen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wo die Dinger verbaut sind. Ich kann es euch allerdings nur beim Ford Ranger zeigen, bei den anderen Fahrzeugen müsst ihr mal nachgucken, das hat so viel, ich weiß, jedes Fahrzeug. Das heißt, ihr könnt es wirklich bei jedem Fahrzeug austauschen und wenn ihr euer Fahrzeug selber schon länger als 2 Jahre habt, dann würde ich es euch empfehlen. Bei uns eben fängt es langsam auch an, ein bisschen zu mocken. Also, los geht's. So, wenn ihr dann auf eurer Beifahrerseite seid, dann ist das Ganze ziemlich einfach. Ihr habt ja hier euer Handschuhfach und hinter diesem Handschuhfach befindet sich der Filter. Das heißt, entweder legt ihr irgendwas drunter, dass das Handschuhfach nicht gleich komplett runterkommt, oder ihr rollt euer Handschuhfach halt aus. Auf jeden Fall müsst ihr hier oben links und rechts einfach nur reindrücken, sachte, nicht zu hart, und dann langsam runterziehen. Und dann kommt dieses Handschuhfach einfach runter. Und da dahinter versteckt sich dann der Filter. Also mache ich das Ganze jetzt mal. Wenn wir gerade dabei sind, ich habe übrigens immer, einen Moment, Aufkleber mit dabei. Das heißt, wenn ihr mich mal irgendwo treffen solltet und Bock auf Aufkleber habt, dann sagt einfach Bescheid, dann habe ich welche in meinem Handschuhfach. Also machen wir das Handschuhfach heute auch. Klassiker! Ich film und es fängt an zu regnen. Okay, Freunde. Um es auf den Punkt zu bringen, da hinten drin ist die Klappe. Und die müssen wir jetzt öffnen und da dahinter befindet sich der Filter. Ich würde sagen, wir holen uns kurz den Filter da raus und dann können wir in die Garage gehen, dann kann ich euch mal den Filter zeigen, wie der aussieht. Und warum man den tauschen sollte. Los geht's. So, Freunde,
Und wie ihr jetzt sehen könnt, der Filter ist komplett zugemockt. Da ist aller Dreck und irgendwelche Tiere und Staub und keine Ahnung, was der letzten 2 Jahre drin ist. Er riecht auch sehr staubig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man es halt definitiv. Ihr habt jetzt entweder 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ihr nehmt diesen Filter und reinigt ihn. Das heißt, wir nehmen Druckluft und pusten ihn einmal aus. Variante 2 ist, ihr nehmt den Filter, schmeißt ihn nach 2 Jahren in den Müll und baut euch einen neuen Filter rein. Ich sag mal so, die Filter sind ja auch für Pollen und so ein Zeug da. Der Sommer kommt jetzt dann auch demnächst wieder. Das heißt, auch kleinste Partikel werdet ihr wahrscheinlich mit Druckluft nicht rausbekommen. Deswegen würde ich euch empfehlen, schmeißt ihn nach 2 Jahren raus oder wenn er extrem verschmutzt ist, dann kauft euch einen neuen. Natürlich geht es auch darum, Ressourcen zu sparen und so ein Zeug, aber hier, gerade bei Pollen und so ein Zeug, geht es ja auch mehr oder weniger so ein bisschen um die Gesundheit. Und ja, so ein Filter kostet, ich habe jetzt meinen, glaube ich, für 8 Euro, 7 oder 8 Euro gekriegt auf Amazon. Ist kein originaler Ford-Filter, aber was ich so gelesen habe, ist das eigentlich egal. Da könnt ihr eigentlich jeden anderen Filter auch reinbauen. Wenn er wirklich Schrott sein sollte, dann kann man ja eben super easy, super schnell einfach einen anderen Filter reinbauen. Deswegen, wie gesagt, bin ich der Devise. Ich persönlich würde es, glaube ich, nicht sauber machen. Ich würde einfach persönlich nach 2 Jahren einen neuen reinstecken. Und genau so machen wir das auch. Also kommt der hier weg. Und der neue kommt jetzt da rein. Ich hole ihn kurz. So, wie gesagt, ich habe meinen von Blueprint. Blueprint soll eine gute Marke sein. Und die machen relativ viel Filter, auch Ölfilter für einen Ford Ranger und so ein Zeug. Da steht dann hinten drauf, für welches Fahrzeug der eben passend ist. Der Mazda BT50 oder sowas, glaube ich, heißt der. Und der Ford Ranger sind baugleich, da kann man die gleichen Teile verwenden. Das heißt, dieser ist eben für den Ford Ranger und für den Mazda. Ihr könnt dann auf Amazon, da wo ich euch den Link unten drunter packe, könnt ihr mal reingehen, da könnt ihr eure ganzen Fahrzeugdaten eingeben, welches Fahrzeug ihr habt, welchen Motor, Seriennummer und so ein Zeug halt reinhauen und dann schmeißt ihr euch den richtigen Filter raus. Ich werde nicht gesponsert davon, wie gesagt, ist ein 7-Euro Filter. Ich kann euch auch nicht sagen, wie gut der ist. Wenn ihr ihn auch kaufen möchtet, kauft ihn. Wenn ihr einen Original von eurem Hersteller kaufen möchtet, kauft einen Original. Wie gesagt, keine Ahnung, ich werde nicht dafür gesponsert, ich kriege kein Geld dafür. Macht, wie ihr es denkt. Ich nehme auf jeden Fall mal den, pack den jetzt da rein und dann, ja, schauen wir uns mal an, ob er funktioniert oder nicht. Wir holen jetzt mal ganz kurz raus. Ich hatte ihn selber noch gar nicht offen. Hübsch, der ist blau. Dann ist er nochmal eingeschweißt in Folie. Da sollten wir ihn auch noch raushauen, genau, reinhauen. Und so sieht er aus. Der sieht auf jeden Fall wieder richtig hübsch aus, logischerweise. Nigelnagelneu. Und den da können wir uns einfach wieder reindrücken. Worauf ihr übrigens achten solltet, da steht eine Airflow-Richtung drauf und die solltet ihr auch richtig einbauen. Zeige ich euch dann gleich. Also ich würde sagen, let's go, wir drücken diesen Filter jetzt mal rein. Ihr müsst von der Airflow-Richtung drauf achten. Da gibt es eine Seite, da steht Airflow drauf und die Pfeile nach unten. Ist aber gar nicht so interessant, weil eigentlich müsst ihr einfach nur darauf achten, wenn ihr den Filter so vor euch haltet, dass ihr die Schrift einfach lesen könnt und genau so drückt ihr den Filter dann wieder da rein. Dann ist er wieder so drinne, wie er vorher war und dann ist er auch richtig rum drinne. Genau. Und ich würde mal sagen, das machen wir jetzt auch. So. Okay. Ich würde sagen, wenn der Filter reinpasst von der Seite her, dann wird es schon der richtige Filter sein. Dann haben wir alles richtig gemacht und ich würde sagen, ich habe den richtigen Filter gekauft. Ist nicht immer so der Fall, dass ich die richtigen Produkte kaufe. Manchmal geht es auch daneben. Aber das war auf jeden Fall der richtige Filter. Danach müssen wir dann im Prinzip nur noch diese Klappe wieder vorne dran machen. Dann habt ihr schon den Filter getauscht. Also wenn ihr nicht so viel blabbert wie ich und noch so viel anderes Zeug nebenher macht, dann braucht ihr, um den Filter zu tauschen, vielleicht, keine Ahnung, eine Minute, vielleicht noch 2, wenn ihr noch gemütlich macht.
Oh. So, ich habe den Filter jetzt getauscht und wie ihr gesehen habt, geht super mega mega schnell. Der Filter kostet nicht viel Geld, kostet unter 10 Euro. Ich weiß nicht genau, wie das bei Originalen ist, müsste ich mal noch nachgucken. Aber eben wie gesagt, die normalen Filter, wo auch echt gute Bewertungen haben, kosten eben unter 10 Euro. Deswegen kann ich nur empfehlen, gerade wenn ihr in staubigen Regionen unterwegs seid, gerade vor allem auch merkt, dass wenn aus eurer Lüftung irgendwie so ein bisschen mockiger Geruch rauskommt oder wo ihr, also vor allem so staubiger halt, kennt man ja von alten Fahrzeugen, dann würde ich es mal versuchen, mit einfach mal den Filter tauschen. Dann gibt es noch andere Sachen, die ich noch nachgelesen habe, dass man die gesamte, ja die ganzen Luftleitungen halt von der Lüftung komplett desinfizieren kann und reinsprühen kann. Von Liqui-Moly gibt es da irgendwie das Zeug. Muss ich mich mal schlau machen. Eigentlich brauchen wir das, glaube ich, aktuell noch nicht. Aber es wäre mal tatsächlich ganz spannend, das rauszufinden, wie das so ist und ob wir das vielleicht doch mal machen. Dann mache ich vielleicht auch mal ein Video drüber. Wie auch immer, könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare reinschauen, ob ich mich da mal schlau machen soll oder nicht oder was ihr dazu haltet. Ansonsten würde mich mal tatsächlich interessieren, ob ihr das wusstet, ob ich einfach nur voll der Mogli bin, dass ich das nicht wusste. Allerdings beschäftige ich mich auch noch nicht ganz so lange mit Autos. Seitdem wir das Auto haben, ja, davor war mir das echt scheißegal. Da Hauptsache mein Auto ist gefahren und wenn es mich von A nach B gebracht hat, danach hat mir das schon gereicht eigentlich. Deswegen kann es natürlich auch einfach daran liegen, dass ich mich halt mit Autos nie wirklich beschäftigt habe. Genau, ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, was mich mega freuen würde, wenn ein paar von euch da draußen sind, die auch gesagt haben, what? Innenraumfilter? Alter, wie geil! Und dann sich einen Innenraumfilter kaufen, tauschen und danach wieder schöne, klare Luft haben. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr nicht... Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr unten auf Abonnieren klicken würdet. Das wäre super. Und dann noch zu einer anderen Sache. Klären wir mal anders. Mit dem Filter hat das nichts mehr zu tun. Der kam einmal weg. Worum soll es gehen, Freunde? Noch ganz kurz. Ich habe ja vor einer Woche, vor zwei Wochen, keine Ahnung, auf jeden Fall im letzten Tag vom Januar habe ich meine 2000 Abonnenten geknackt. Und dafür wollte ich mich bei jedem Einzelnen von euch mega, mega, mega bedanken. Es freut mich total. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich überhaupt 2000 Abonnenten kriege und dass es überhaupt groß jemanden interessiert, was wir an unserem Canopy Camper rumbasteln und so. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass diese ganze Canopy Camper Community so schnell so groß wird. Aber das freut mich natürlich mega. Wie gesagt, ich finde immer noch, dass der Canopy Camper mega das Potenzial hat, dass eben jeder sich ihn so ausbauen kann, wie er möchte. Und dass er wirklich eine sinnvolle Alternative zum Defender halt mit Hubdach oder zum Defender-Ausbau halt ist. Vor allem eben mit den 5 Sitzplätzen und hinten seine eigene Kabine und klein, kompakt und geländegängig und so weiter, bin ich wirklich der Meinung, dass das eine gute Alternative ist. Aber es ist ein komplett anderes Thema. Eben wie gesagt, vielen, vielen Dank für euren Support, dass ihr jede Woche meine Videos schaut, dass ihr mir Daumen nach oben gebt, mir ständig irgendwelche netten Kommentare schreibt, mich unterstützt, mir irgendwelche Tipps und Tricks schreibt und so weiter. Hin und wieder mal frage ich auch bei den ein oder anderen Leuten von euch nach für Informationen, für die einzelnen Videos und so weiter, dass ich dann auch nicht mega viel Müll rede oder mega viel komische Informationen und so ein Zeug. Und wie gesagt, dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich würde euch gerne so ein bisschen was zurückgeben. Wir haben ja unseren eigenen Merch seit einem Jahr, glaube ich, jetzt ungefähr. Ja, nicht ganz, ein Dreivierteljahr oder so. Und unseren eigenen Shop. Und wir hauen jetzt eben als 2000 Abonnenten Special, hauen wir jetzt zwei Wochen lang 50% auf alles raus. Das heißt, alles was ihr in dem Shop findet und was ihr kaufen möchtet, kriegt ihr 50% drauf. Und genau, das Ganze geht zwei Wochen lang. Genau, vielleicht braucht ihr noch was für euch oder für jemanden, den ihr mögt. Oder vielleicht hat ja jemand zurzeit Geburtstag und so weiter. Wie auch immer, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das freut, wenn wir euch da so ein bisschen entgegenkommen. Und genau, die Klamotten sind auf jeden Fall echt cool. Ich trage es jetzt auch schon eine ganze Weile, seit über einem Jahr jetzt. Und sie sind mega bequem, sie sind mega robust. Ich habe sie immer beim Arbeiten an. Mein Bruder baut gerade ein Haus um.
und hat sie auch zum Arbeiten an, seine Freundin auch, und die sind, glaube ich, auch soweit zufrieden und haben sie auch noch nicht geschrottet, die Pullis. Und ich würde mal sagen, das ist eigentlich für uns ein ziemlich guter Test, ob die Sachen stabil sind. Und wie gesagt, auf jeden Fall mit dem Code 57 bekommt ihr 50% Rabatt auf alles. Den dann einfach bei der Bestellung eingeben und dann bekommt ihr 50% Rabatt. Genau, so machen wir es. Also Freunde, ich würde mal sagen, ich bin raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist nur so ein kleiner Tipp gewesen. Super, super kleiner, kompakter Tipp. Ich fand ihn aber wirklich cool. Ich finde es mega geil, dass ich das zufälligerweise gesehen habe. Bestimmt wäre ich da irgendwann auch mal drauf gekommen. Aber jetzt ist es auf jeden Fall soweit. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Und dann, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Hoffentlich nächste Woche. Ich bin raus. Haut rein und ciao.